Herzlich willkommen, hier ist die zweite Folge hier in Thüringen. Thüringen 2, Version 2.1. Ich werde jetzt zurück zum Hof fahren und darin auffüllen lassen. Und dann sehen wir weiter, wenn wir einen Ballen gepresst kriegen. Ich wollte vorhin nicht. Weiter mal gucken, wie es funktioniert. Irgendwie fährt er nicht los. Das war durch Strohballen rausgepresst, den Rest, aber leider nicht Gras. Ob das nass kann, sollte nicht sein, ne? Die Meldung kam ich was nicht. Tja, mal sehen, wo wir hinkriegen. Einer macht ja nach wie vor noch das Gras, fährt noch Gras, aber wie gesagt, zwei kriegt das nicht voll. Also die Silageproduktion läuft da aktuell zu langsam. Ist halt leider so. Den zweiten deswegen anzuschaffen, ist Blödsinn. Aktuellen Stand müssen wir halt ein bisschen Geduld haben, bis es entsprechend verarbeitet ist. Ja, ansonsten heute noch ein bisschen düngen. Feld Nummer 42 ist die Aussaat fertig. Da könnten wir gleich noch eine Unkrautbekämpfung machen. Dann haben wir es fertig. Und den Rest sehen wir nachher später noch auf 47. Das dauert noch ein bisschen. Ist halt ein größeres Feld, ne? Und zur Not werde ich halt den Grasrest unterflügen oder unterarbeiten, untergruppern. Ist dann auch schlecht, aber das machen, ja. Irgendwo hinfahren und dann hinterher aber sowieso nicht gebrauchen können. Aber einen Umzug in der machen, ne, also ich jedenfalls. Und, bringt das ja irgendwo runter nichts. Also den Augenblick, wenn dann morgen das noch nicht verarbeitet ist, das Garage. Da muss ich da die Notbremse ziehen und dann entsprechend umändern, die Sache, die Planung. Da werden wir gleich mal den 142 zurückfahren, zu Feld um 38 und da schon mal wieder auffüllen und dann sehen wir weiter mit Mais. So, Pflanzenschutzmittel auffüllen, das dauert auch ein bisschen. Wir können dann nebenbei ein bisschen Mist fahren. Oder ich muss Mist fahren, weil der muss ja auch weg. Ach, Futter wollte ich auch noch. Der Futter war fertig. Oh, Stroh wollte ich gehen. Das läuft. Da wollte ich Stroh holen. Ja, hier ist man. So viel Baustoff einmal ist nicht gut. Aber dann ist ja die Absicht dabei, ne? Normalerweise ist ja dafür Angestellte da, ne? Da muss man sehen, dass man hier. Ja, Strom wird lose reinfahren. Und das so nicht rauskriegen. Beziehungsweise Strohlager an. So teuer ist es ja auch nicht. Ja, die Strohballen kriegen nachher später von ja, fast allen Feldern, die jetzt aktuell voll im Wachstum sind. 112, 60, die 48, 49. Die 41, das ist alles Stroh und da werden wir viel rausholen. Mal schauen, ob der andere mit der Ballpresse nicht klappt, dann müssen wir da umdisponieren, mal einen Kurs neu laden, ne? Das wäre eine Option. Sobald die Aussaat erläuft auf 38, können wir uns die Kälber kümmern. Die werden umgestaltet. Oder ich werde die alle, das wollte ich eigentlich nicht, aber es wird so kommen. Den Umzug und Tiere mitnehmen, dann muss ich an alle einen Stall reinknallen. An Möglichkeit. Das macht das ein bisschen leichter.
So, Stroh ist ausreichend, alles gut. Oje, recht gute. Dann machen wir mal Armbrot. Ist ja 18:10 Uhr. Und dann können wir heute Nacht noch den Marsch fertig machen. Beziehungsweise morgen. Ja, morgen Vormittag will ich eigentlich bearbeiten. Ne? Und hochladen. Ja, vorbeigefahren. Wir sind 13.000 wird reichen müssen. Also noch wegen ein paar tausend Liter wird nicht normal fahren. Dann gibt es halt Gülle. So, für unsere Bullen ein bisschen Stroh. Die brauchen ja nicht viel. Da haben wir 17 Tiere. Hier im Stall. Bei den Kühen sind ein paar neue zugekommen. Aber das schaffe ich jetzt halt nicht. Ja, guck mal gleich rein. Kann nicht viel sein. Ein Stroh ist halb voll. Naja, gut, es wird für heute reichen. Morgen fahren wir sowieso. Da sind wie gesagt viele Kälber. Genau. Sehr viele sogar. Ne? Ein kleines. Die männlichen Tiere. Die ältesten sind jetzt 1,1 Jahre. Jahre. Also ein junges Tier noch, in Anführungszeichen. Ein Jahr weiter geht ab zum Händler. Schlachter haben wir hier nicht. Das ist dann die Rindermast, ne? Wobei wir auch die, sobald wir so viele Kühe haben, das gleiche machen werden, ne? Also auch verkaufen. Obwohl da, in dem Fall ist es eher so, dass wir die älteren Tiere dann abgeben, ne? So, den Hänger stellen wir wieder unter die Halle. Und da gucken wir unter Stroh und die Silageballen, wenn nicht gut funktioniert. Dünger streuen. Lass mal überlegen. Nee, noch nicht. Lass mal die 42 noch ein bisschen drehen. So, Düngerstreuer. Das läuft nicht. Das war nicht gut. Kontrolle gemacht haben. Ja, und die fahren so langsam, weil die nichts abkippen können, so viel. So, und der arbeitet auch nicht. Entlassen. Warum weiß ich auch nicht. Modus. Jetzt fängt er so ein Vetter zumindest los. Jetzt mal ganz kurz den Bruder verschieben, seitlich nach links. Warum er vorne nicht fahren wollte, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, gut. Beziehungsweise brauche noch einen zweiten. Was haben wir da Schönes? Ballentechnik. Baumwolle, ne, Baumwolle hätte ich nicht. Ladewagen. Ballentechnik. Wo nehmen wir den gleichen dazu? Glas. Das ist der. Naja. Zurück, zurück. Plups. Und jetzt werden wir gleich gucken, ob wir den anderen gleich erwischen hier den. So,
zwar den grünen. Da hat er keinen Zweck, ne? Den fahren wir jetzt zu Heu rein und dann fahren wir da zum Händler und machen dann Ballenfest. Silage und dann später ich kann ja auch mit einem Anhänger wegfahren, ne? Der darf nicht stehen. Ich kann einen anderen Traktor wegnehmen. Dann fahren wir gleich zum Händler. Zumindest die Ballenpresse holen und hinstellen. Dass ich in einer Woche das nicht vergessen habe. Denn auf schnell einstellen ist auch ein günstiger damit. Wir hatten die Zeit davon, ne? Die Aussaat läuft auf 47 noch, ne? Das ist nicht gut. Wenn das dann hier unterschiedlich wächst, ist gar nicht gut. Das spätestens bei der Ernte, es gibt dann nur Probleme. Du kriegst dann nicht abgeschlossen, dann kannst du nicht aussehen. Das setzt sich dann im Prinzip fort das ganze Jahr. Damit besser die Aussaat. In dem Fall mit zwei Maschinen zu machen, bei großen Feldern, dass entsprechend schnell fertig wird. Bei Missionen ist es noch blöder, weil sobald es irgendwo ein Stückchen wächst, kann er nicht erkennen, dass es abgeschlossen ist. Man muss das Stückchen im Prinzip neu aussehen. Und wenn das in einem großen Feld die Hälfte ist, dann ist es teurer Spaß, ne? Weil ja dann bald das nächste wieder wächst. Also da lieber auf. Wenn es wirklich knapp ist, auf ein Spiel, ne? Aber Missionen haben aktuell keine, das werden wir gleich schaffen. Ist ja gar nicht möglich. Ja, schnell holen. Ja, unser Unkraut. Das könnte man auf 42 zur Not schon mal ausbringen. Beim nächsten Mal. Jetzt kommen wir nicht dazu. Ja, ist halt so, ne? Aber wie gesagt, das schaffen wir schon irgendwie. Mal sehen. Zur Ernte werden wir entsprechend wieder in. Alles im Laufen bringen. Weizen und Gerste. Wir sie gleich mal einen Allreifkurs programmieren für globalen Markt. Ne? Bis dahin muss ich das hingekriegt haben. Ich weiß ungefähr, wie es geht, aber bin mir nicht ganz sicher. Ne? Mal testen. Mit der Kamera, ne? Und gleich zum Feld. Und zwar da einstellen, wo dann entsprechend nächste Woche arbeiten soll, ne? Jetzt haben wir aktuell halb drei im Spiel. Das heißt, ich kann auch gut das fertig machen, ne? Dann können wir die Silageballen dann irgendwann einsammeln. Und das kann man ja in der BGH immer schön reingehen. Ist ja das Gute bei. Gas gehen. Einer am anderen, ne? Nur kein Stress machen. Tiere haben Futter, Tiere haben Wasser. Gut, die Milch können wir auch morgen verkaufen, ne? Wenn später die Aussaat läuft. Irgendwie knirscht eine Reihe. Zur Not noch einen großen Milchwagen kaufen. Mit 70.000 Liter. Ist zwar ein bisschen unrealistisch, weil die Menge auch Gewicht hat. Ne? Also Milch ist ja immer enthält ja auch viel Wasser. Ist ja fast genauso schwer wie Wasser, in Anführungszeichen fast. Und Gewicht ja wieder mäßig und so. Aber so ein Behälter ist 70.000 Liter, 70 Tonnen fast. Unrealistisch, ne? Auf der Straße darf er nur maximal 40 Tonnen fahren. Gesamtgewicht. Gesamtgewicht. Bin eher nicht so ein Freund. Ich bin eher auf Versuche gerne realistisch zu spielen, ne? Eine Möglichkeit. Alles geht nicht, aber du schaffst ja gar nicht.
So, schauen wir mal, wo der aufgehört hat. Ne? Das ist ja dann das nächste. Weil ich nicht so genau sagen kann. Ne? Das ist deine Rechte gewesen. So, kurze Erinnerung, heute Abend, wenn der Freitag ist, ja, ist Freitag. Wäre Livestream, würde mich freuen, wenn ihr mal dabei seid. Ja, wir machen da im Grunde jetzt hier weiter. Nee. Ja, wir machen dann hier weiter. Wo wir aufgehört haben, ne? Dann seid mal jetzt schon mal tschüss und ciao, ciao. Nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Bis heute Abend. Tschüss.